sah die Glocken nie klingend, als zu der Weihnachtszeit. Weihnachten ist natürlich noch nicht, aber am Tag der selbstgemachten Musik zeigt sich, was Musik vermag. Sie erinnert uns zum Beispiel an Situationen oder an Menschen, wie dieses Lied. Es war das Lieblingsweihnachtslied unseres Vaters und deshalb singen wir es immer zur Christzeit und denken an ihn. Ich hatte das Glück, ein Instrument erlernen zu dürfen. Aber man braucht kein solch großes Instrument, um am Tag der selbstgemachten Musik mitmachen zu können. Denn wir tragen alle ein Instrument in uns, unsere Stimme. La 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 la! Aber wir können auch klatschen, rhythmisch klopfen und vieles mehr. Jeder kann mitmachen und jeder sollte es tun, denn in uns allen steckt ein Musiker oder eine Musikerin. Deshalb unterstützen wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch zum Beispiel Wettbewerbe, wie Jugend musiziert. Das spornt junge Menschen an, nicht nur ein Instrument zu erlernen, sondern sich auch gegenseitig zu messen. Egal, wo man dort auch landet, entscheidend ist am Ende die Freude an der Musik und die Erinnerung, wie zum Beispiel an Klavierstunden. Ich gebe zu, ich habe sie manchmal gehasst. Heute bin ich dankbar, dass ich sie hatte und danke meinen ganzen Klavierlehrern, die mich in die Lage versetzten, unter anderem eine Sonate wie diese von Beethoven zu spielen. Das wünsche ich Ihnen heute am Tag der selbstgemachten Musik. Viel Freude!